Ja, hallo zusammen. Heute hat es mich mal wieder rausgetrieben, für die Traumschleife Marienberg bei Bopper zu machen. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit und schaut euch die Tour an. Bei diesem herrlichen, tollen Frühjahrswetter. Ah, diese Strecke gehen wir jetzt. Ja, es ist richtig schön, mal wieder bei diesem schönen Wetter unterwegs zu sein. Man sieht förmlich, wie die Natur jetzt am Explodieren ist. Die Pflanzen sprießen überall. Einfach nur herrlich. Nach dem ganzen Sauwetter, was wir die letzte Zeit hatten. So, nun haben wir den ersten Aussichtspunkt erreicht. Ich zeige euch mal, da unten ist Boppert. Und das an unten der Fluss, das ist der Rhein. So, hier geht es jetzt schön durch den Wald. Wunderbare Tour bei herrlichem Sonnenschein. Hier sind auch nur Trampelpfade. Also ich kann euch nur empfehlen, mal nach Boppert zu fahren und ein paar Tage Urlaub zu machen oder so. Hier gibt es mehrere Traumschleifen zu erwandern. Unter anderem die Erbachklamm, Beibachklamm, Rabenlei, Elfenlei, dann gibt es hier auch den Mittelrheinklettersteig. Also hier gibt es viele Touren zu entdecken und zu machen. Hier kommen wir jetzt wieder an einen Aussichtspunkt. Hier mit einer schönen Relaxliege. Und jetzt schaut mal. Das ist doch Wohnzimmer, oder? Besser wie Fernsehen. Hier sind auch überall abgestorbene Kieferbäume. Hier gibt es mit Sicherheit auch viel Kienspan. Hier auch gut. Eine Bank und dann steht da ein Schild vor sich: Bienen. Sehr einladend.
Ja, hier wunderbare Landschaft, überall Totholz. Hier könnte man Shelter bauen und Lager bauen. Schaut euch mal an, wie hier die Bäume vom letzten Sturm alle umgefallen sind. Hier muss man auch höllisch aufpassen. Nicht, dass irgendwas mal von oben einem auf den Kopf gefallen kommt. Ja, hier auch sehr schön, hier mit dem Bachlauf. Leute, geht raus, es ist Frühling. Es gibt viel zu entdecken. Schaut mal, ich gehe schön hier am Wasser entlang. Draußen ist es schöner, als zu Hause zu sitzen, vom Computer. Vor allen Dingen, ihr tut was für eure Gesundheit. Schaut euch doch mal hier oben, wie schön das hier ist. Ja, hier diese Wurzel, die könnte man schön, wenn jetzt am Regnen wäre, als Notunterstand nutzen. Ja? Wenn der runterkommt, dann sind wir platt. Ja, das ist die Tour, die wir machen. Sie ist 11,8 Kilometer lang und wir sind jetzt bei Kilometer 4. Ja, hier sind wir am nächsten Aussichtspunkt angelangt. Wir haben gerade mal wieder 470 Meter an Höhe gemacht. Also es geht hier bergauf und bergab. Und da unten ist das Rheintal, was man da sieht. Das müsste die Stadt Boppard sein. So lässt es sich aushalten. Prost, Jungs! Das ist die Bank. Das ist meine Aussicht. Ist das nicht herrlich? Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Hier gibt es noch mehrere Buschkräfte scheinbar. Das war mein Shelter. Ich glaube, das war ziemlich groß.